bitte. Guten Morgen hier und willkommen zum heutigen Vlog. Wir sind hier gerade am Flughafen in Bangkok auf dem Weg nach Indien. Und was damit auf sich hat, darum geht es heute hier in diesem Vlog. Denn gestern Mittag, glaube ich, so rund um 14 Uhr, habe ich eine Bestätigung bekommen von der estländischen Bürgschaft in Indien, dass meine Dokumente erstens angekommen sind und dass ich einen Termin bekommen habe. Denn da gab es eine kleine Komplikation. Eigentlich sind meine Dokumente schon vor einer guten Woche da gewesen. Ich habe jeden Tag probiert, dort jemanden zu erreichen. Nie ist jemand rangegangen, E-Mails geschrieben. Zufällig habe ich morgens jemanden ans Telefon bekommen und der hat mir gesagt, das ist dann in ein, zwei Wochen möglich, dass ich rüberkommen kann. Daraufhin habe ich natürlich geguckt, wäre nicht wirklich möglich gewesen, weil ich dann nicht mehr hier in Bangkok wäre, sondern schon in Phuket und das recht kompliziert wäre. Auf jeden Fall weiter angerufen und gestern zufällig jemanden dran gehabt, der super nett war und mir am Mittwoch einen Termin gegeben hat. Deswegen schnell die Flüge gebucht, vor 18 Stunden glaube ich, jetzt hier heute Morgen um 8 Uhr und jetzt geht's rüber. Am Mittwoch ist der Termin, also morgen, und ich bin gespannt auf Indien, eine Stadt, der ich noch nie war. Eine Stadt, sage ich schon. Indien ist keine Stadt, ein Land, in dem ich noch nie war, vor dem ich einfach mal begeistert oder aufgeregt bin, was mich da so erwartet. Falls das schon mal von euch war, schreibt mir mal rein, was ihr so Erfahrungen von Indien habt. Auf jeden Fall, Boarding ist in 10 Minuten geschlossen. Das heißt, wir sollten, glaube ich, jetzt mal zum Gate gehen. Dann geht's rüber nach Indien und die Mission kann starten. So far, flights have completed today, 4 hours and 30 minutes. Quite strong headwinds today that will create a bit of a light turbulence once in a while. Don't forget to keep your seatbelts fast. So, wir sind jetzt im Flugzeug und sind bereits eine gute Stunde unterwegs und ich zeige euch einfach mal ein bisschen so meine wichtigsten Sachen, die ich beim Flug immer dabei habe. Und generell finde ich Fliegen eine unglaublich gute Sache, weil wir abgeschottet von allem sind. Bedeutet, niemand kann mich erreichen, ich kann niemanden erreichen, was auch immer extrem cool ist. Und man kann einfach sehr gut reflektieren. Also besonders bei längeren Flügen nehme ich mir oft sogar nur mein Notizpapier, setze mich hin und schreibe meine Gedanken ein bisschen nieder. Oder ich plane verschiedene Bereiche durch, denke und nehme ein bisschen diese Vogelperspektive ein. Und ich finde, da gibt es eben keinen besseren Ort als eben das Flugzeug, weil wenn du dich im Café befindest, klar, du kannst dein Handy auf Flugmodus stellen, aber es ist nicht das gleiche Feeling, als bist du im Flugzeug und abgeschattet von allem. Deswegen, Notizen, ganz wichtiger Part, Vogelperspektive einnehmen. Dann nutze ich mal dieses gute Notizpapier, das ist von Dinkbuds, glaube ich, das ist super gut. Dann lesen, da habe ich immer mein gutes Kindle dabei, mega platzsparend halt. Also wir sind jetzt hier gerade zum Beispiel nur mit Handgepäck unterwegs, weil wir auch nur 3 Tage in Indien sind. Und deswegen, ja, hier habe ich mein gutes Kindle, da sind alle Bücher drauf, kann man super lesen. Und noch natürlich wichtig, das Handy. Ein bisschen Musik zwischendurch natürlich auch, ich finde das immer mega geil, Musik zu hören, ein bisschen zu reflektieren, das zu kombinieren. Audiobücher, genau, da höre ich gerade das von Arnold Schwarzenegger, mega coole Story, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Und natürlich Podcasts, also vorher mache ich meistens so 10-15 Minuten auf dem Weg zum Flughafen nochmal, gehe ich die ganzen Podcasts durch, suche mir die coolsten Folgen raus aus den letzten Wochen und die höre ich dann hier eben an. Und ja, damit übersteht man so einen Flug ziemlich gut und das wollte ich euch kurz zeigen. Wir haben jetzt noch 3 Stunden vor uns, noch ein bisschen, das heißt, ich lese jetzt ein bisschen und dann landen wir in Indien und dann geht es los zum Hotel und morgen dann auch zur Botschaft. Ich bin gespannt. Angekommen. Ich bin gerade durch die Kontrolle gesprintet und habe jetzt hier alles, mein Stempel drin und jetzt geht's los. Mit
Mittlerweile sind wir hier jetzt im Hotelzimmer angekommen und in den letzten 10 Stunden ist echt einiges passiert. Verrückte Dinge. Erste Sache war, wir durften nicht filmen. Es ist gerade hier in Indien, besonders in Neu-Delhi, eine Zeit, was wir jetzt mitbekommen haben in den letzten paar Stunden, wo einfach politisch sehr viel umgeht, die Bürger extrem unzufrieden sind mit der Politik und ist ein ganz kompliziertes Thema auf jeden Fall. Bedeutet, wir sind angekommen im Flughafen, aus dem Flugzeug raus, alles war erstmal ganz okay, SIM-Karte geholt, Taxi gerufen, beziehungsweise ein Uber. Zwischendurch hat uns aber dann ein Taxifahrer angesprochen, wie es ja oft so am Flughafen ist, und wir natürlich erstmal ein bisschen abgelehnt, bis er eben auch davon gesprochen hat, dass eben ein Protest gerade in der Stadt ist und deswegen einfach mal unser Hotel sehen wollte. Er hat uns also weitergeholfen. Hat dann das Hotel auch angerufen, wir haben auch mit dem Hotel gesprochen und das hat dann gesagt, wenn wir in 20 Minuten nicht da sind, dann können wir leider da nicht mehr rein, weil genau dieser Protest, dieser Zug an Leute, die demonstrieren, genau in dieser Straße ist. Und das Problem, das sind nicht nur Leute, die demonstrieren, sondern es war richtig gewalttätig. Da war Polizei, da war Militär, auch am Flughafen, hatten alle schon ihre riesen Maschinenpistolen in der Hand. Und es war einfach eine ganz krasse Atmosphäre. Bedeutet, wir konnten nicht dahin, wo wir wollten, zu unserem Hotel. Der Taxifahrer war aber auch bisschen komisch. Also ich meine, man wird angequatscht, dann will der einen irgendwo anders hinfahren, sagt, ja, hier seid ihr erstmal gut aufgehoben. Das war dann so ein Touristencenter. Und am Ende haben wir noch ein paar andere Leute rumherum gefragt, die ein bisschen Vertrauen hatten, sage ich mal, ein bisschen europäisch waren und sich auch auskannten. Die haben gesagt, ja, mit dem könnt ihr mitfahren. Auf jeden Fall hat er uns dann im Touristencenter abgelassen. Das Touristencenter kann man sich so vorstellen. Ja, da wird einem eben verkauft, was man Tolles in Indien hier machen kann in Neu-Delhi. Und wir sind rein, haben mit denen gesprochen, wollten aber natürlich nichts kaufen. Und das Problem war dann, nachdem wir mehrmals das Hotel wieder erreicht haben, kam erstmal die Aussage, gut, ihr könnt hier heute nicht mehr rein. Von da wurden wir zum nächsten Touristencenter geleitet und ich will es jetzt auch nicht zu kompliziert machen. Auf jeden Fall hatten wir kein Hotel, mussten also ein Hotel uns besorgen. Und dieses Touristencenter hat uns geholfen. Es war klar, der Preis, den wir da zahlen, ist deutlich über dem, was wir zahlen, wenn wir das online buchen. Natürlich schlagen die sich eine dicke Marge drauf. Problem nur, wir hatten kein Internet. Die SIM-Karten haben so langsam funktioniert. Man konnte keine Internetseite laden. WLAN gab es nicht. Die Straßen waren leergefegt. Durch diesen Streik waren alle Shops geschlossen durch diesen Protest. Es hatte nichts auf. Es war wie eine extrem belebte Geisterstadt. Das kann man sich ganz, ganz schwer vorstellen. Überall Armut. Es ist unglaublich in Indien. Das ist eine Armut, die ich noch nie vorher gesehen habe. Das ist auch nicht mit Worten zu beschreiben. Und zudem hat meine Kreditkarte nicht mehr funktioniert. Und wir konnten dann im Endeffekt das Hotel nicht mal bar bezahlen. Zum Glück hatte er dann noch kurz hinter der Theke eine Kreditkartenmaschine rausgeholt, mit der wir zahlen konnten. Sind dann mit einem Zettel, ja, also wir haben die Person bezahlt, ja, in diesem Shop, und sind dann mit dem Zettel zum Hotel hier gefahren. Das Einzige, was noch frei war, das kam noch dazu, es hatte kein Hotel mehr Plätze frei. Die haben 6 Hotels angerufen. Meine Freundin hat derzeit in Deutschland recherchiert, ob es noch irgendwo ein Hotel gibt, und angerufen, es gab nichts mehr. Auf jeden Fall Taxi genommen zum Hotel hier und erstmal reingekommen. Und das war 6 Stunden, nachdem wir angekommen sind. Also eine krasse Erfahrung, und die Stadt zurzeit hier in Indien ist sehr, sehr unsicher. Wir haben hier viele Leute gefragt, eine Rezeption, die Taxifahrer, ist es gerade sicher hier zu sein? Darf man jetzt raus auf die Straßen und die Einheimischen? Und eigentlich hat jeder uns gesagt, it's not safe. Der Protest ist auf jeden Fall heute Abend vorbei. Bedeutet, an sich ist die Area erstmal wieder frei, aber die Stimmung der Menschen ist einfach sehr frustriert. Ganz viele Leute haben ihren Job verloren, sind deswegen auch, ich würde nicht sagen gewaltbereiter, aber natürlich ist es so, wenn Leute Geld brauchen, dann passieren natürlich mehr Überfälle und auch andere Dinge, und es ist einfach ein bisschen gefährlicher für Leute, die eben europäisch aussehen und für viele Menschen eben ein bisschen wohlhabender, wenn man ein Handy dabei hat oder auch eine Kamera. Das war der Grund, wir durften nicht filmen. Erstmal wegen der ganzen Polizei, wegen der ganzen Situation hier durften wir diese Kamera nicht anmachen, und zweitens kannst du mit der Kamera nicht draußen rumlaufen. Wir wollten es einmal machen, sind dann rausgegangen aus dem Hotel und es haben gleich 3 Leute hier gesagt, nein, ihr könnt nicht raus. Also, diese Kamera wird euch von einem Rollerfahrer weggerissen, und ist eine Ausnahmesituation hier, glaube ich. Ich glaube, wir sind hier einfach zum falschen Ort. Das ist bestimmt ein toller Ort, aber nicht jetzt. Es ist auch kein Tourist hier. Ich habe 3 weiße Menschen draußen, die halt europäisch waren, also nicht indisch, sage ich mal, und einheimisch hier. Und es ist sehr komisch, hier gerade zu sein. Man fühlt sich so ein bisschen seiner Freiheit beraubt, weil man kann sich nicht bewegen. Wir sind hier in einem winzigen Apartment oder mit 2 kleinen Betten, da vielleicht hört ihr im Hintergrund die Dusche tropfen. Das beste Apartment, was es hier gerade noch gibt. Und man ist ein bisschen eingesperrt. Eigentlich war das
Der Plan, heute Dienstag sind wir angekommen, am Freitag zurückzufliegen und uns ein bisschen Indien noch anzuschauen, Neu-Delhi. Ich habe mich eben hingesetzt und Flüge zurückgebucht für morgen Abend, 23 Uhr, weil es ist ein komisches Gefühl, es zu beschreiben. Es ist einfach, man fühlt sich nicht wohl. Das heißt, morgen Abend fliegen wir zurück, morgen früh oder morgen Mittag um 15 Uhr ist der Termin beim Amt. Das ist ungefähr 30 Minuten hier weg, da kommt man super, denke ich, mit einem Uber hin, das gibt es hier zum Glück. Und dann geht es sozusagen direkt dahin. Wir sehen uns dafür morgen wieder. Ich werde mich jetzt ins Bett hauen. Ich bin fertig wie sonst was. Anstrengender Tag. Verrückt. So einen Tag hatte ich bis jetzt noch nie. Und wir sehen uns morgen beim Amt. Hoffentlich mit dem Dokument, auf das ich warte und auf das wir alle warten. Wir haben die Mission erfolgreich geschafft. Es ist mittlerweile Mittwoch, also der nächste Tag. Wir sitzen hier gerade am Flughafen. Es ist 22 Uhr, also der ganze Tag ist schon rum. Heute Mittag war ich bei der estländischen Botschaft, wie gesagt, in Indien und habe die gute E-Residenz hier abgeholt. Und hier halte ich sie auch gerade in meiner Hand. Ich muss noch meine Nummer ein bisschen zuhören, denn die darf natürlich nicht ins Video. So sieht das ganze Paket hier aus. Es ist wirklich nicht groß, sehr schön gemacht. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal ein kleines Unboxing. Ich erzähle ganz kurz was dazu. Also erstmal noch zum Tag. Wir haben nichts gemacht. Wir haben das Hotel nicht verlassen, haben dort gearbeitet, irgendwie noch Frühstück bekommen und sind dann auch direkt zur Botschaft gefahren und zum Flughafen. Also wirklich nichts noch in dieser Stadt gemacht nach den Aktionen, was da so die Tage los war. Also nichts Aufregendes. Und jetzt sitzen wir hier schon seit 8 Stunden am Flughafen. Also so, hier kann man das rausziehen. Also aus der schönen Hülle. Hinten steht auch nochmal drauf, Welcome to our new digital nation. Dann haben wir das hier so zum Aufklappen. Und jetzt gibt es hier drin zwei Sachen, die ich euch mal zeigen möchte. Das hier ist einmal der Chip und das hier ist meine Karte. Ich glaube, ich zeige dir einfach mal so rum die Karte, damit ihr nicht die schöne Nummer seht. Und jetzt kann ich hier mit allen Dokumente meine Firma online gründen. Ich habe gerade auch schon angefangen und so ein bisschen den ersten bürokratischen Teil hier erledigt. Und wenn ihr jetzt seht, ich kann das hier so rausdrücken, dann habe ich hier einen USB-Stick und kann hier die Karte reinstecken. Das sieht dann so aus. Tschack. Und das Ding stecke ich jetzt in meinen Laptop und kann alles unterschreiben. Meine Firmengründungsdokumente, alle steuerlichen Sachen und damit halt meine Firma von überall aus der Welt führen und leiten. Ich bin gespannt, es wird bestimmt noch 1-2 Wochen dauern, bis die Firma hier komplett fertig gegründet ist. Ich werde euch auf dem Laufenden halten im nächsten Monatsupdate, wie es aussieht und da auch noch bestimmt noch mal ein Video drüber machen. Jetzt heißt es für uns aber fliegen. Es ist gleich 23 Uhr, ein richtig ekliger Flug, 4 Stunden über die Nacht. Also man kann nicht mal richtig schlafen, aber irgendwie halb. Und dann geht's morgen früh nochmal ins Bett, bevor der neue Tag startet. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich dachte, es wäre ein bisschen fröhlichere Reise. Man sieht viel von Indien. Das war nicht ganz so möglich. Trotzdem ist es eine krasse Experience, die letzten 24 Stunden, und eine mega Erfahrung. Also das finde ich immer das Wichtigste. Man kann so viel aus solchen Sachen auch wieder mitnehmen. Es ist einfach ein Andenken der Erfahrung und man muss das Beste draus machen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video, der Vlog gefallen. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Ciao, ciao.